Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... Wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... Nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... Nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Misch ihn auf, Kleiner. Oh. Hey. Klasse Schlag. Hui. Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto. Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Nun, das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten.
Hallo? Ja? Ja? Ja. Nein. Wirklich? Sie mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Wir haben viel zusammen durchgemacht, der Fernseher und ich. Das kann ich nicht aufheben. Nein, ernsthaft, das kann ich nicht aufheben. Bist du beschränkt? Ich kann das nicht aufheben. Lies es von meinen Lippen. Ich kann es nicht aufheben. Ich gebe auf. Jetzt hast du es geschafft. Du hast Sams Geist gebrochen mit deinem blöden Heb-das-mal-auf-Versuchen dieses albernen Gegenstandes. Würde ich sein selbstmitleidiges Schluchzen nicht so amüsant finden, ich könnte dir deine Gliedmaßen abreißen. Das kann ich nicht aufheben. Nein, ernsthaft, das kann ich nicht aufheben. Das ist ja wohl offensichtlich. Das ist ja wohl offensichtlich. So, du willst das etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das! Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das kann ich nicht aufheben. Nein, ernsthaft. Das kann ich nicht aufheben. Damit kann ich nicht sprechen. Damit kann ich nicht sprechen. Bist du beschränkt? Ich kann das nicht aufheben. Treppenstufen. Treppenstufen. Das ist Max. Thank you.
ich glaube nicht, dass Mr. Bosco freiwillig das ganze Geld verschenkt. Oh Mann, hab ich Angst. Ein Hund und ein Hase, wie furchteinflößend. Max, dieser Klugscheißer meint, wir wären nicht furchteinflößend. Was sagst du dazu? Zeigen wir es ihm, kleiner Freund. Ich glaube, dieser Abschaum hat was dazugelernt, Sam. Ich auch, Max. Ich wusste gar nicht, dass man die Unterlippe vollständig über den Kopf ziehen kann. Erstaunlich.